Ich frage mich, wie das in einem stipulierten Jenseits des Hades wohl aussehen würde. Würde die Q, die Reihe der Wartenden vor Lacans Praxis noch länger sein als dieser Witz in Moskau oder bei Freud, Spinoza, Sokrates, Platon weniger. Und all den anderen, denen man einige Fragen zu stellen hätte. Natürlich Gott eingeschlossen, der könnte was erleben an inquisitorischen Fragen, was das Ganze soll. Der Witz in Moskau: steht jemand vor dem Kaufhaus, die Schlange ist lang, nichts bewegt sich, es gibt nichts zu kaufen in der Kälte. Irgendwann wird es einem zu viel und so sagt zu seinem Kumpel: jetzt gehe ich zum Kreml und ermorde Andropow. Nach 3 Stunden kommt er wieder zurück. Der Freund fragt ihn: na, hast du Brezhnev ermordet? Nein, sagt er, die Schlange vor dem Kreml war noch länger.